Am 20. März sind nicht nur Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Alle Magdeburger ab 16 Jahre sind außerdem dazu aufgerufen, in einem Bürgerentscheid ihr Votum zum Wiederaufbau der Ulrichskirche abzugeben. Während bei der Landtagswahl die Höhe der Wahlbeteiligung am Ende egal ist, braucht der Bürgerentscheid ein Mindestquorum, um Gültigkeit zu entfalten. Wer noch nicht weiß, wie er sich entscheiden soll, hat dazu jetzt weitere Informationsmöglichkeiten. Vor wenigen Tagen wurde im Pavillon hinter dem Kloster Unser Lieben Frauen eine Infoausstellung eröffnet, in der man sich über das Pro und Contra zum Wiederaufbau der Ulrichskirche informieren kann. Die Ausstellung, die auf eine Anregung der FDP-Stadtratsfraktion zurückgeht, wurde zu gleichen Teilen vom Kuratorium für den Wiederaufbau und von der Bürgerinitiative dagegen gestaltet. Außerdem hat die Verwaltung in das Modell der Innenstadt eine kleine Ulrichskirche eingefügt. Der Pavillon ist montags bis freitags von 9.30 Uhr bis 16 Uhr geöffnet, samstags und sonntags von 11 bis 16 Uhr. Genügend Zeit also, sich ausführlich über die Anliegen der Kontrahenten des Bürgerentscheides zu informieren. Darüber hinaus stellen sich die Mitglieder der Bürgerinitiative sowie des Kuratoriums Ulrichskirche in Diskussionsforen den Fragen der Magdeburger. Diese Foren finden jeweils von 14 bis 16 Uhr im Infopavillon statt, und zwar immer samstags, also am 5., 12. und 19. März. Erste reichliche Diskussion gab es bereits zur Eröffnung der Ausstellung, zu der rund 80 Anhänger und Gegner der Ulrichskirche erschienen waren. Geht man vom Beifall während der kurzen Ansprachen beider Protagonisten aus, hatten die Verfechter des Wiederaufbaus zumindest an diesem Abend eine satte Mehrheit. Seit dem vergangenen Freitag hat man außerdem die Möglichkeit, sich am Standort der Ulrichskirche auf dem Ulrichsplatz an allen vier Ecken des markierten Umrisses der Kirche auf Infotafeln über Vergangenheit und mögliche Zukunft der Ulrichskirche zu informieren. Auch der grüne Infocontainer des Kuratoriums steht dafür weiterhin zur Verfügung.